Demokraten. Ja, meine Damen und Herren, es geht um den Beschluss des Verwaltungsgerichts Köln. Ich muss ihn nicht wiederholen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe selten eine solche Ohrfeige erlebt für den Verfassungsschutz. Da ist eine Behörde, die soll die Verfassung schützen. Und Richter müssen ihr erklären, was Artikel 20 und 21 bedeutet und dass man auf diese Weise nicht sozusagen Parteien aus dem politischen Kampf ausschließen kann. Und dass das Gericht auch noch deutlich sagt, dass durchgestochen worden ist, also sozusagen das Gericht schuld ist, dass es die Absprachen verletzt hat, dass das Gericht schuld, der Verfassungsschutz schuld ist, dass diese Absprache verletzt worden ist, die das Gericht mit dem Verfassungsschutz hatte, das ist ungeheuerlich. Und ich frage mich allmählich, wer schützt uns eigentlich vor dem Verfassungsschutz? Ja, das Verwaltungsgericht Köln hat, so wie wir es eigentlich auch von Anfang an gesagt haben, unsere Auffassung auch vollumfänglich gestützt. Und ich zitiere mal kurz aus dem, auch aus dem Beschluss. Der Antrag hat Erfolg, weil in unvertretbarer, verstoßener Weise in Chancengleichheit politischer Parteien eingegriffen wird, nachdem alles dafür spricht, dass sich das Bundesamt für Verfassungsschutz nicht an die gegebene Stillhaltezusage gehalten hat. Und Herr Gaudern hat es gerade erwähnt, hier hat der Verfassungsschutz selbst gegen Artikel 21 Absatz 1 Grundgesetz verstoßen. Also eine Behörde, die die Verfassung schützen soll, verstößt selbst gegen das Grundgesetz. Und das ist immer wieder auch unsere Forderung, wer schützt eigentlich oder wer überprüft eigentlich den Verfassungsschutz? Und das bemängeln wir. Hier zeigt sich ganz klar, wie hier auch der VS instrumentalisiert wird in einem Superwahljahr vor zwei Landtagswahlen und dass hier die etablierten Parteien auch am Mittwoch sich noch über dieses Vorgehen so gefreut hat, zeigt eigentlich auch, wie es mit den etablierten Parteien, den sogenannten demokratischen Parteien, was die Rechtsstaatlichkeit angeht, überhaupt steht. Wir fordern zudem, weil diese Behörde ja absolut wahrscheinlich unfähig ist, auch in dieser Form geleitet zu werden, den Rücktritt von Herrn Hallenbank und auch politische Konsequenzen von Herrn Seehofer. Ja, Herr Seehofer ist ja der Vorgesetzte von Herrn Hallenbank. Also von der Sache her muss es ja nach so einem Urteil Konsequenzen auch in dieser Behörde geben. Es zeigt sich, dass hier der Verfassungsschutz sich wahrscheinlich verselbstständigt hat, so wie es in anderen Landesämtern wie in Sachsen ja auch schon der Fall war. Übrigens das zweite Mal, dass ein Gericht dem Verfassungsschutz bescheinigt, dass er offensichtlich selbst nicht genau weiß, was in der Verfassung steht. Ist das Ganze ja nur vorläufig, also bis das Eilverfahren dann ein Eilverfahren ist immer vorläufig, das ist klar. Aber ich würde mich sehr wundern, wenn ein Berufungsgericht, also das OVG Köln, bei einer so eindeutigen Formulierung, werden auch Kommunikationskanäle durchaus ausgenutzt worden sein zwischen den Instanzen, dass ein Gericht eine so eindeutige Erklärung abgibt, kann ich mir nicht vorstellen, dass in der zweiten Instanz das nicht hält. Das Gericht moniert ja auch, dass auch die Antragserwiderungen, also vom Verfassungsschutz, was der Verfassungsschutz im Eilverfahren eingereicht hat, dass das auch durchgestochen worden sei. Wer garantiert eigentlich, dass Ihre Parteimitglieder das nicht weitergegeben haben, die denen das ja auch wollen? Das kann ich Ihnen sagen, Herr Schmidt, das ist eben nicht der Fall, was Sie gerade sagen, dass uns das vorliegt. Bislang liegt uns, das habe ich auch gestern schon erwähnt, bislang liegt kein Parteimitglied unserer Partei dieses vor. Also auch der Bericht liegt noch nicht vor, von daher kann es von uns auch nicht durchgestochen worden sein. Das Gericht hat es im Übrigen eindeutig auch beschieden. Also und ich möchte auch nochmal darauf verweisen, auch gerade wie hier rechtsstaatlich eben mit der Rechtsstaat mit Füßen getreten wurde, wurde von Ihnen ja in den Medien kaum aufgenommen, dass der Verfassungsschutz hier ja schon am Mittwoch deutlich gegen Auflagen verstoßen hat. Das ist in Ihrer Berichterstattung kaum zum Zuge gekommen. Also auch Sie müssen sich hinterfragen, inwieweit Sie diese Erfolgsmeldung, die Sie ja verbreiten konnten, dem auch wirklich rechtsstaatlich in diesem Bezug gewürdigt haben. Ich hätte da nur noch eine Verständnisfrage, weil ich das anders gehört habe. Also Ihren Anwälten und der AG Verfassungsschutz liegt diese Antragserwiderung nicht vor? Unserem Anwalt liegt es vor, aber nicht der AGVS und kein Parteimitglied. Deshalb staune ich auch, wenn es bestimmte Berichte gibt von Ihnen, von ARD online. Sie haben offensichtlich das alles vorliegen und da kommen Dinge drin vor, zum Beispiel auch über meine Person, von denen ich gar nichts weiß.
Das ist schon alles ungeheuerlich und man soll eigentlich Betroffene hören, aber das findet offensichtlich in diesem Rechtsstaat nicht mehr statt. Was steht denn, also was meinen Sie, auf was spielen Sie an? Offensichtlich liegt auch Journalisten von ARD und ZDF die gesamte Korrespondenz vor und da werden Zitate gebracht von mir, die ich selber nicht kenne. Insofern ist es eher komisch. Also, aber das muss der Verfassungsschutz mit sich ausmachen. Ja, es zeigt sich immer deutlicher, dass hier der Verfassungsschutz wirklich immer mehr zum Regierungsschutz mutiert und dass diese Behörde sich, wie gesagt, komplett verselbstständigt hat. Vielen Dank. Okay.